Ja, Saufans, ne? Hier wollen wir sehen. Oder auch Tippfans. Da für die zweite Liga mal tippen. Ne? Da haben wir hier Freitagabend Sandhausen gegen Darmstadt. Kann man sagen, Not gegen Elend. Der Diekmeyer in Sandhausen hat ja auch nichts gerissen. Der wird auch nichts reißen. Und Darmstadt dümpelt die Auto unten rum. Also ich hoffe, dass der andere, unser Christoph da was bewirkt. Aber das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da wird ein Sattel 1-1. Ja, noch haben wir ein interessantes Spiel, auch für uns hier in Hamburg, Paderborn gegen Köln, hochinteressant. Modeste kommt zurück. Ob das ein gutes für Köln, weiß ich nicht. Was Herr Cordoba und Terodde sagen, weiß ich auch nicht. Aber das müssen Sie selber wissen. Paderborn macht immer viele Tore. Das könnte ein 4-4 werden oder ein 4-3 für Köln. Da muss man mal gucken. Also ich tippe mal ein, dass das ein 3-3 wird. Ja gut, dann haben wir Ingolstadt gegen Bochum. Also Ingolstadt hat sich da ein bisschen berappelt da mit einem anderen neuen Trainer da und Bochum. Ja, Bochum mal so, das kennen wir ja auch. Bei den Dritten auch, der ist auch nicht so zufrieden. Ja gut, da kann man sagen, das gewinnt Bochum 2-1. Ja, da haben wir Heidenheim, Heimspiel gegen unseren HSV. Ja gut, in Hamburg tun sie so, als wenn wir nach Barcelona müssen. Also ich sehe das nicht so. Man soll doch Respekt haben vor Heidenheim. Haben eine gute Mannschaft, eingespielte Mannschaft. Und haben einen Schmidt, der kennt alles, der weiß genau, was läuft. Und der Schnatterer macht gute Standards. Da musst du natürlich aufpassen. Ecken, Freistöße, Schnatterer seine Zeit, da musst du aufpassen. Aber wir haben natürlich ein kleines Problem mit denen. Wir uns fingeln die beiden Verteidiger. Oder wenn die jungen Leute schon richten da. Also ich tippe da mal vorsichtig mal ein 1-1. Aber ich hoffe natürlich, dass unsere Truppe 2-1 gewinnt. Da muss man mal sehen. Also die Trainer sind ganz offen, gehen offensiv mit um. Ich sag mal 1-1. Langt auch für uns. 1-1 ist gut. Und dann haben wir Duisburg gegen Union Berlin. Ja, Duisburg ist natürlich die Mannschaft, die Fahrstuhlmannschaft. Union Berlin hat auch wieder gut gespielt, muss ich schon sagen. Die spielen auch oben mit, nehme ich an, mit Pauli und Konsorten. Also das gewinnt Union da 1-0. Und dann haben wir Pauli gegen Erzgebirge Aue. Pauli hat sich unheimlich schwer getan, immer gegen Aue. Ob in Aue oder hier auf dem Kiez, die haben immer Schwierigkeiten gehabt. Ich sage, Pauli, das wird ein 1-1 gegen Aue. So sehe ich das. Alles Gute. Tschüssi. Ja, dann haben wir Dynamo Dresden. Ach du Scheiße. Dynamo Dresden. Da muss man natürlich gegen Jahn Regensburg, da muss man natürlich sehen, dass dass Regensburg da noch was gewinnt. Sonst sind die ganz raus. Und die Nummer Dresden hat hier bei uns schön 1-0 verloren, da habe ich mich höher gefreut. Aber wie gesagt, 8000 Zuschauer ist bewundernswert, was die Leute mitbringen. Hat mir auch gut gefallen da. Aber trotzdem hin und her, das gewinnt Dresden, jetzt sage ich mal 2-1. Ja, da haben wir Holstein-Kiel gegen Kräuter Fürth, klarer Favorit Kiel. Also das muss ich schon sagen, da Fürth ist ja, er hat ja nur den Trainer gewechselt, aber ich weiß gar nicht, wie das da weitergehen soll. Also ich sage, das gibt, wenn Holstein-Kiel 2-1. Ja, aber Bielefeld ist ja also die Mannschaft der Stunde, ne, mit den neuen Trainern. Das läuft ja ganz gut. Magdeburg auch mit Oenning, läuft auch ganz gut in Bielefeld. Also ich sage, das gewinnt Bielefeld. Nochmal 3-1, alles klar. So, davon die zweite Liga. Und Peter sagt tschüss. Und ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Aber ich bin auch mit dem Punkt zufrieden. 1-1. Alles klar. Tschüssi. Schönen Sonntag und schönen Sommer. Und dann nach Heidenheim, mein lieber Freund. Nur der HSV. Tschüssi, tschüss. Ich bin mal gespannt.